Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, was zu tun ist, wenn Ihr Mac die angeschlossene externe Festplatte nicht sieht. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Wenn Sie eine externe Festplatte an den USB-Anschluss Ihres Macs anschließen, wird sie normalerweise auf dem Desktop angezeigt. Zusätzlich zum Desktop wird sie auch im Finder angezeigt. Was aber, wenn das angeschlossene Laufwerk nicht auf dem Desktop und nicht im Finder angezeigt wird? Wenn der Datenträger nicht angezeigt wird, ist er wahrscheinlich nicht richtig formatiert, das Dateisystem wurde beschädigt oder der Datenträger ist defekt. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie die Ursache feststellen können, ob es sich um ein Problem mit dem Laufwerk selbst, dem Kabel oder dem Anschluss handelt und wie Sie das Problem lösen und auch die Daten auf einem Laufwerk zugreifen können, das im System nicht erkannt wird. Es kann tatsächlich mehrere Gründe geben, warum ein Laufwerk vom System nicht erkannt wird. Fehlerhaftes oder beschädigtes Kabel und USB-Anschluss. Wenn das Kabel oder der USB-Anschluss beschädigt ist, funktioniert das Laufwerk möglicherweise nicht richtig und wird vom System nicht erkannt. Nicht unterstütztes Laufwerksformat. Ein Laufwerk, das in einem von macOS nicht unterstützten Dateisystem formatiert ist, wird nicht gemountet. Sie können dann nicht auf den Inhalt zugreifen. macOS Systemfehler. Verschiedene Systemfehler können die Ursache für ein nicht auffindbares Laufwerk sein. Das Laufwerk oder die Daten sind beschädigt und das System kann nicht darauf zugreifen. Das Laufwerk oder Dateisystem kann beschädigt werden, wenn Sie das Laufwerk unsachgemäß entfernen. In den meisten Fällen müssen Sie einige Schritte zur Fehlerbehebung durchführen, um das Problem zu beheben. Die erste und einfachste Prüfung ist die Überprüfung des Kabels und des USB-Anschlusses. Bei häufigem Gebrauch nutzen sich die Anschlüsse ab und funktionieren mit der Zeit nicht mehr richtig. Versuchen Sie, ein anderes Kabel zu verwenden oder das Laufwerk an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Manchmal kann dies das Problem sein. Es wird auch empfohlen, das System neu zu starten und das Laufwerk mehrmals neu anzuschließen, bevor Sie etwas damit tun. Manchmal kann das Problem durch einen Fehler in macOS verursacht werden, der auf eine veraltete Version des Systems zurückzuführen ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr System auf die neueste Version aktualisiert ist. Öffnen Sie Systemeinstellungen, Basis, Software, Aktualisieren. Suchen Sie nach Updates und aktualisieren Sie Ihr System, falls verfügbar. Versuchen Sie, das externe Laufwerk an einen anderen Computer anzuschließen. Wenn er dort nicht funktioniert, ist möglicherweise das Laufwerk selbst das Problem und muss ausgetauscht werden. Der nächste Schritt besteht darin, das Gerät im Festplattendienstprogramm zu überprüfen. Sehen Sie nach, ob Ihr Laufwerk in der Liste austauscht. Öffnen Sie Launchpad, andere, Festplattendienstprogramm. In der Seitenleiste auf der linken Seite werden alle angeschlossenen Laufwerke angezeigt. Wenn Ihr Wechseldatenträger hier angezeigt wird, aber nicht eingebunden ist, klicken Sie auf Schaltfläche Mounten. Wenn der Datenträger eingehängt wurde, können Sie ihn wieder aushängen. Überprüfen Sie, ob der Datenträger auf Ihrem Desktop angezeigt wird, ob er auf Ihre Dateien zugreifen kann. Wenn sie nicht in dieser Liste steht, hat Ihr Mac keinen Zugriff auf den Datenträger und Sie können ihn nicht mounten. Wenn macOS Ihre externe Festplatte nicht einbinden kann, führen Sie das Dienstprogramm Erste Hilfe aus. Das Tool prüft das Laufwerk auf Fehler, die der Betrieb beeinträchtigen und versucht, diese zu beheben. Markieren Sie das Laufwerk und klicken Sie oben rechts auf Erste Hilfe ausführen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertigstellen. Wenn der Dienst kritische Fehler findet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Wenn First Aid das Problem erfolgreich beheben konnte, soll das Laufwerk verbunden werden. Wenn First Aid für das Laufwerk fehlgeschlagen ist, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Führen Sie das Programm erneut aus oder sichern Sie das Laufwerk und löschen Sie es anschließend. Wenn Ihr Laufwerk zwar angezeigt wird, aber nicht richtig funktioniert, liegt das Problem möglicherweise im Format. Mac-Computer verwenden das Format HFS Plus oder APFS, während Windows-Computer NTFS verwenden. Die Dateisysteme FAT 3.2 und exFAT werden sowohl von Mac als auch von Windows erkannt. Wenn Sie das falsche Format wählen, wird das externe Laufwerk in macOS nicht angezeigt. In diesem Fall hilft nur noch das Formatieren des Laufwerks. Dabei werden jedoch alle auf dem Laufwerk gespeicherten Daten gelöscht. Öffnen Sie das Festplatten-Dienstprogramm und überprüfen Sie das System des Laufwerks. Wie Sie sehen können, handelt es sich bei dem Laufwerk um NTFS, das teilweise von macOS unterstützt wird. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie es formatieren. Wenn Sie wichtige Dateien darauf gespeichert haben, schließen Sie das Laufwerk an Windows an und kopieren Sie die erforderlichen Daten. Anschließend können Sie das Laufwerk an Ihren Mac anschließen und es löschen. Markieren Sie das Laufwerk und klicken Sie auf Löschen, geben Sie ihm dann einen Namen und wählen Sie Formatieren. Wählen Sie APFS oder macOS, Extended für macOS oder exFAT, was von Windows erkannt wird. Damit wird der Datenträger gemountet und schreibbar, lesbar gemacht. Sie können auch das Terminal verwenden, um den Datenträger zu diagnostizieren und zu reparieren. Suchen Sie Terminal in den Anwendungen und starten Sie es. Geben Sie den Befehl ein. Daraufhin werden Informationen über alle angeschlossenen Datenträger und Volumes angezeigt. Suchen Sie das Wechsellaufwerk in der Liste. In meinem Fall ist es Dev Disk 2 und es ist als external gezeichnet. Wenn das Laufwerk in der Liste erscheint, aber nicht gemountet ist, versuchen Sie es manuell zu mounten. Befehl. Geben Sie dann den Befehl ein, um Informationen über das Laufwerk anzuzeigen. Diskutierinfo Disk 2 geben Sie hier die Nummer Ihres Laufwerks an. Wenn das System das Laufwerk erkannt hat, sollte der Befehl verständige Informationen über das Laufwerk ausgeben. Werfen Sie das Laufwerk aus, indem Sie diesen Befehl eingeben. Versuchen Sie nun, das externe Laufwerk zu trennen und erneut anzuschließen. Prüfen Sie, ob das System das Laufwerk mounten konnte. Wenn das Laufwerk immer noch nicht sichtbar ist, liegt das Problem möglicherweise im Format des Laufwerks. In diesem Fall müssen Sie das Laufwerk möglicherweise formatieren. Befehl. Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert, kann das Problem mit dem Dateisystem zusammenhängen. Um das Dateisystem zu überprüfen und zu korrigieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Nachdem Sie das Laufwerk entfernt und wieder anschlossen haben, überprüfen Sie, ob das System es erkannt hat. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das NVRAN zurückzusetzen. Im nicht flüchtigen Direktzugriffsspeicher werden lokale Einstellungen wie Lautstärke, Bildschirm, Auflösung und Festplatteninformationen gespeichert. NVRAN-Fehler sind die Ursache für viele Fehlfunktionen, einschließlich der Nichtanzeige der Festplatte oder des USB-Speicherstick. Um auf Intel-basierten Macs einen Reset durchzuführen, halten Sie nach dem Starten des Systems die Tasten Command plus Opt plus P plus R gedrückt. Dadurch wird der Mac neu gestartet und wenn Sie den Startsound ein zweites Mal hören, lassen Sie die Tasten los. Auf diese Weise setzen Sie den NVRAN zurück. Bei Mac mit Apple Silicon Prozessoren M1, M2 oder M3 ist ein manuelles Zurücksetzen des Speichers nicht möglich,
Das System führt es automatisch durch, wenn es beim Start ein Problem feststellt. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den Sie bei der Verwendung eines externen Laufwerks beachten sollen. Wenn Sie ein externes Laufwerk nicht sicher entfernen, kann dies zu einer Beschädigung der Daten führen und außerdem verhindern, dass das System es in Zukunft erkennt. Jedes Betriebssystem verwendet einen Schreibcache. Dateien werden nicht sofort auf die Festplatte geschrieben, wenn sie übertragen oder gesichert werden, sondern sie werden zwischenspeichert, bis alle Schreib- und Lesevorgänge abgeschlossen sind. Wenn das USB-Gerät nicht sicher entfernt wird, während der Cache verwendet wird, können die Daten beschädigt werden. Wenn Sie dabei Dateien auf Ihrem Mac verloren haben, kann Ihnen die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Practice Recovery helfen, diese wiederherzustellen. Mit ihrer Hilfe können Sie versehentlich gelöschte Dateien vor jeder Art von Datenträger wiederherstellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.